Hallo zusammen, willkommen zurück bei Surreal Millionaire. Ich habe ja schon in meinen letzten Videos angekündigt, dass ich euch mal ein bisschen mitteilen will, warum ich jetzt hier verschiedene Spieler verkauft habe und welche Strategien ich jetzt fahre bei meiner Limited und meiner Rare-Truppe. In dem Video werden wir mal so ein bisschen die Limited-Mannschaft abhandeln. Im nächsten geht es dann nochmal um das Thema Rare, weil das natürlich grundsätzlich verschiedene Strategien sind, die da gefahren werden. Hängt natürlich allen voran davon ab, dass die Limited-Karten deutlich günstiger sind und man hier natürlich mit weniger Budget teurere oder bessere Karten, besser gesagt, kaufen kann. Wir fangen mal hier bei meinen SO5-Stats an, wo wir sehen können, welche Karten ich gewonnen habe. Auf Basis dessen möchte ich mich so ein bisschen den Übergang dazu hinbekommen, warum ich jetzt meine Strategie da so ein bisschen geändert habe in dem Limited-Bereich. Wenn man hier mal zurückgeht, dann haben wir hier als erste Karte Anto Krijic, den ich damals an dem Weihnachtsturnier bekommen habe. Wird es dieses Jahr, denke ich, auch wieder geben bei Surreal. War ein extra Turnier, wo man auch einen Threshold erreichen musste und dann eine Limited-Karte bekommen hat. Und das war meine erste Karte. War dann, glaube ich, in der 2.29 müsste die Weihnachts-Game-Week gewesen sein. Da sind natürlich nicht viele Spieler am Start. Und ja, dann ging es halt weiter und es gab immer mal Tier-3-Karten hauptsächlich. Dann ab und zu mal eine Tier-2-Karte, Tomoki Iwata, den ich auch immer noch habe, der mir in letzter Zeit auch viele Rewards mit eingebracht hat zum Beispiel. Aber die ganzen Tier-3-Karten, bis auf Angel Navarro habe ich auch noch mit dabei, der öfter spielt. Isak Lidberg wird auch ab und zu eingesetzt. Ein paar davon habe ich verkauft, aber insgesamt waren das relativ viele Tier-3-Rewards. Und da wisst ihr ja selbst bei den Limited, dass da jetzt nicht unbedingt die besten Karten dabei sind, Tier-3, dass man da vor allem jetzt auch nicht viel Profit draus schlagen kann. Es wurde dann über die Zeit ein bisschen besser, es sind dann aus den Tier-3-Karten eher Tier-2-Karten geworden, auch aus verschiedenen Wettbewerben, U23, dann haben wir die Champion Europe Limited, wo man eine Tier-2-Karte bei rumkam, oder auch die All-Star. Dann gab es hier zuletzt wieder in der Championship America ein paar Tier-3-Karten. Hier dann mal eine Tier-0-Karte in der All-Star Limited. Es war auf jeden Fall so ein ziemliches Auf und Ab, aber meistens, wie man hier sieht, sind es auch alles noch Tier-3-Karten. Ich habe mir überlegt, oder die Idee jetzt hinter meinen neuen Teams ist wirklich, dass ich noch mehr auf Stacks gehe bei den Limited. Warum ist es? Hintergrund ist der, oder mein Hintergedanke dabei ist der, dass ich mir denke, wenn ich eine Karte gewinne bei den Limited-Turnieren, dann muss es eine gute Karte sein, sprich mindestens Tier 2, eher besser. Und das ist natürlich oftmals schwierig zu erreichen, oder ist nicht unbedingt schwierig zu erreichen, aber es ist einfacher zu erreichen mit dem Stack. Mit dem Stack hat man natürlich das Risiko, dass auch oft oder in vielen Gameweeks einfach nichts bei rumkommt, wenn das jetzt aber ein unterdurchschnittlich guter Stack ist. Aber meiner Ansicht nach ist insgesamt die Chance höher, da immer mal bessere Karten zu gewinnen. Ich will nämlich lieber mal einmal eine Tier 0 oder Tier 1 Karte gewinnen, als eben drei oder viermal eine Tier 3 Karte. Habe ich für mich auf jeden Fall mehr von. Was habe ich jetzt getan? Ich habe ja, wie ihr auch schon in den letzten Videos irgendwann mal erfahren habt, meinen Neymar zum Beispiel verkauft mit ein bisschen Gewinn. Ich glaube, es waren auch 200 Euro oder was, die ich da trotzdem noch dran verdient habe, weil ich ja ursprünglich mal eigentlich sogar ein Stack von PSG bauen wollte. Habe ich aber dann im Endeffekt nicht gemacht, weil mir einfach zu viel gewechselt wurde bei PSG. Außerdem Donnarumma im Tor und der war natürlich verdammt teuer. Ich meine, in der letzten Saison war es immer noch sowieso fragwürdig, ob Navas oder Donnarumma spielt. In der Saison ist es ja schon einfacher, also Donnarumma scheint ja wirklich jetzt gesetzt zu sein. Allerdings wird trotzdem ziemlich viel rotiert innerhalb der Mannschaft. Wenn man mal von den Standardpositionen wie Marquinhos normalerweise, der gesetzt ist hinten, dann Ferrati ist jetzt auch schon ein bisschen fragwürdig, den habe ich ja auch noch, der wird aber auch oft ausgewechselt nach 45 Minuten. Und Neymar, Mbappe und Messi sind normalerweise gesetzt. Nichtsdestotrotz ist es eine relativ teure Truppe und hat, wenn man sich mal die Übersichten anguckt, welche Teams oder welche Spieler gestellt wurden in den einzelnen Wettbewerben, ist oft nicht oder sind nicht so oft PSG-Stacks dabei, um ehrlich zu sein. Ich habe mich also für einen anderen Stack entschieden, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Wenn ich hier gerade nochmal die Results aufmache, kann ich ihn euch auch nochmal zeigen. Der ist nämlich diese Woche auch wieder angetreten und hat oder wird wahrscheinlich wieder keine Karte holen. 279 Punkte. Es ist nämlich mein Ajax-Stack. Der Ajax-Stack wurde es bei mir, weil ich eben Edson Alvarez hatte und ich nach wie vor denke, dass Ajax eben eine super Mannschaft ist, um junge Talente zu fördern, aufzubauen und auch eben stark zu machen. Deswegen habe ich jetzt hier so einen Mix zusammengebastelt. Und zwar habe ich Edson Alvarez im defensiven Mittelfeld, Daily Blind, der wirklich überragend gespielt hat in den letzten Wochen. Aktuell jetzt auch Jurrien Timber wieder richtig gut unterwegs. Und dann habe ich eine Doppelspitze mit Berghuis und Bergwijn. Bergwijn war auf jeden Fall ein ziemlich teurer Einkauf, hat sich bisher noch nicht so rentiert. Und generell, seitdem ich den Stack jetzt habe, habe ich hier, glaube ich, noch keinen Reward mitgeholt, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt in der Game Week war es eigentlich auch wieder so, es sah ziemlich gut aus. Eigentlich Ajax hat, glaube ich, 4-0 geführt. Und dann hat Pazvir hier zum eigenen Tor mit beigetragen, demnach Doppelpunkte verloren. Genauso gingen die Punkte von Blind mit runter. Und wir sind von 360 Punkte, glaube ich, dies waren abgesackt auf 280. Deswegen wird da auch kein Reward bei rumkommen. Nichtsdestotrotz denke ich bei Ajax, dass hier eben früher oder später auf jeden Fall mal
Tier 1 oder Tier 0 Karten dabei sein werden. Bin mir ziemlich sicher, dass die Mannschaft so spielt. Hier kann es natürlich sein, dass Berghuse oder Berg immer auf der Bank sind. Die kommen aber meistens dann rein und selbst wenn sie von der Bank kommen, können sie ziemlich gefährlich sein und Tore machen. Wenn man sich nochmal die Aufstellung anschaut, werde ich jetzt hier in der Zukunft vielleicht gegen Winterpause dann noch ein paar Auswechslungen vornehmen. Und zwar würde ich mir sehr gerne Basse hier holen und dann früher oder später gegen Blind austauschen und eventuell noch Timber holen. Bei Timber kann es natürlich sein, auch in der Winterpause, dass er eventuell noch wechselt. Wobei ich nicht glaube, dass Ajax jetzt in nächster Zeit viele Spieler abgeben möchte. Wir haben ja richtig viele Spieler in der letzten Sommerpause abgegeben und aktuell sieht es halt auch nicht so gut aus. Ich meine, jetzt haben sie mal wieder 4-2 gewonnen, aber hatten davor, ich glaube, 3 oder 4 Spiele eben verloren. Jetzt werden wir auch sehen gegen Napoli, ob es eine Revanche gibt. Sie sind ja 6-1 abgezogen worden von Napoli. Und werden sehen, ob Ajax eben liefern kann gegen einen größeren Gegner, der eben nicht nur in der Eredivisie spielt. Ja, deswegen bin ich jetzt hier bei der Challenger Europe bzw. der All-Star Limited, das wird da mal wechseln, auf den Ajax-Deck gegangen. Und den werde ich halt eben vielleicht noch ein bisschen umbauen, aber das ist jetzt erstmal der grundsätzliche Stack, der spielt. Und da werde ich euch in den nächsten Wochen auch auf dem Laufenden halten, wie der Stack denn so performen wird. Also ich denke, dass hier wirklich in naher Zukunft auf jeden Fall ein guter Gewinn dabei sein wird. Ja, der andere Grund, warum ich mich für Ajax entschieden habe, war die Anzahl an Nationalspielern mit Daily Blind, mit Steven Berghuis und Steven Bergwijn. Alle drei sind Stammspieler oder zumindest Einwechselspieler in der holländischen Nationalmannschaft. Und deswegen sind die drei natürlich auch bei der WM dabei und höchstwahrscheinlich gesetzt. Einen anderen Stack, mit dem ich jetzt zuletzt oft gespielt habe, das war ja eigentlich mein Teilstack von den Yokohama Marinos. Den können wir hier unten nochmal sehen. Hat jetzt in der Woche oder wird jetzt in der Game Week mit 328 Punkten leider wahrscheinlich nur eine Tier 3 Karte mitnehmen. Aber hier sieht man auch wieder mit Takaoka, Eduardo und Iwata, dass wir eben schon enorm viele Punkte holen konnten. Trotz einer 2-0 Niederlage, muss man sich mal vorstellen, haben wir hier 73, 75 und 45 Punkte geholt von dem Abwehrgespann, das 2 Tore gefangen hat. Also richtig gut. Dann Lee Chong-Jung von Ulsan und Seka, einer meiner Gewinne. Das letzte Mal Tier 2 war es ja, glaube ich, von Daigo, der leider diesmal kein Tor gemacht hat. Sonst wären wir noch ein bisschen weiter oben gewesen, aber ich denke, da wird eine Tier 3 Karte bei rumkommen. Hier werde ich auf jeden Fall in der Winterpause Richtung Asien auch aufstocken. Ich werde ein Stack komplett machen von den Marinos und ein Stack komplett machen von Ulsan und die restlichen Spieler dann Stück für Stück verkaufen, wenn sie jetzt nach der Winterpause dann auch wieder ein bisschen gestiegen sind. Ansonsten habe ich im Limited-Bereich ja noch meinen Deck von den Santos Lagunas. Die werden wir nämlich jetzt hier in den nächsten Game Week dann nochmal sehen. In der America Limited müssten sie wieder auflaufen. Kann man sich auch mal angucken. Ich hau sie hier gerade nochmal alle rein. Da haben wir nämlich hier die Kollegen. Dann zuletzt habe ich mit Torres und Rodriguez gespielt. Ja, das ist auf jeden Fall der Weg, wo es bei mir in Limited hingehen soll. Das heißt, es werden in verschiedenen Wettbewerben noch ein paar mehr Stacks zusammengebaut, um einfach zu versuchen, dass eben, wenn gewonnen wird, mal richtig gute Gewinner auch bei rumkommen. Gleiches werde ich dann auch in dem Rare-Video euch zeigen, zumindest was die All-Star Rare angeht. Hier setze ich ja auf Konyaspawn, bin dabei oder versuche zumindest die Spieler noch zu sammeln. Gestaltet sich alles gar nicht so einfach, wenn man zumindest nicht direkt den Marktpreis oder sogar einen höheren Preis bezahlen möchte. Deswegen bin ich da aber noch ein bisschen entspannter, wobei allzu lang will ich auch nicht entspannt bleiben, denn ich will den Konyaspor-Stack eigentlich gar nicht allzu lange halten, aber davon werde ich euch mehr in meinem nächsten Video erzählen. Und wenn ihr die folgenden Videos nicht verpassen wollt, dann vergesst jetzt nicht kostenlos einfach unten auf den Abo-Button zu klicken. Das hilft mir enorm, meinen Content hier weiterzutreiben, mein Wachstum voranzutreiben. Like das Video und lasst einen Kommentar da. Sagt mir mal, was ihr davon haltet, von dieser Idee, hier Limited mehr zu stacken, um einfach, wenn Rewards zu holen, dann richtig oder bessere Rewards zu bekommen. Dann hören wir uns bald wieder, wenn es um das nächste Video zu meinem Rare-Team gehen wird. Haut rein, ciao, ciao.